Hallo, liebe Camper, mal wieder. Einbruchschutz ist ja eine ganz große Sache. Es werden immer mehr Wohnmobile geklaut. Und deshalb sind wir heute auf einem Stand, und zwar auf dem Stand von Martin Becker von Secure Camper. Hallöchen. Hallo. Ja, hallo. Ja, wir haben uns dafür interessiert, weil Sie haben total schöne Einbruchsschutz-Gimmicks. Und die könnten Sie uns mal gerne vorführen. Ja. Wir sehen ja jetzt hier, das ist ein Heki. Genau. Und da sehen wir so eine Querstange. Richtig. Das ist ein Mini-Heki, wie es in vielen Fahrzeugen verbaut wird. Gibt es auch andere von Remis, von Sanyo und so weiter. Gibt es alles entsprechenden Schutz für. Ein Durchkletterschutz. Das heißt, dieser Durchlass wird so verengt, dass kein Kind mehr durchkommt. Mhm. Das heißt, auch eine schlanke Person würde, wenn die Dachhaube abgerissen wird, sich durchs Auto durchfallen, ins Auto reinfallen lassen, fällt weich aufs Bett und geht mit allen geklauten Dingen durch die Aufbautür bequem wieder hinaus. Das ist so dann nicht mehr so einfach möglich, weil halt hier, wer da durchpasst, ist im Krabbelalter und ja, der kann Mama und Papa die Aufbautür von innen nicht aufmachen. Und das ist alles Edelstahl, denke ich, ne? Alles Edelstahl, auch hier, auch hinten, entsprechend auch gut hinterfüttert, dass der Rahmen verstärkt ist. Wir haben hier die Funktion, dass also auch die Rollos und die Fliegengitter alle weiter funktionieren in allen Fahrzeugen, auch bei dünnen Dächern. Es funktioniert immer hier, ist immer genau ausreichend Speck, dass also der Griff hochfährt und alle Positionen, das ist wichtig, dass alle Positionen am Heki geöffnet werden können. Mhm. Weil, und das heißt, wenn das Heki jetzt breiter ist, was ist dann? Ja, das wäre beispielsweise das Mini-Heki oder das Style, wo es auf 40, 63, 50, 75 gibt oder auch von anderen Herstellern. Da wird eine zweite Stange daneben gesetzt und immer gleicher Abstand, so um die 20, 23 cm Abstand, sodass es also so eng ist, dass da niemand durchkommt. Ah, perfekt, ja. Auch da wieder die gleiche Geschichte, dass die Rollos und Fliegengitter alle funktionieren. Alle Funktionen an der Haube bleiben erhalten, aber komplett alle Elemente aus Edelstahl und vor allen Dingen, was sehr wichtig ist, es sind Sicherheitsschrauben. Ah ja. Ja, das sind Zweilochschrauben, Snake-Schrauben nennen die sich, und die werden... Da wird der Einbrecher nicht unbedingt auf dem Dach eine Kreuzschraubenzieher oder Imbusschlüssel dabei haben. Oder soll man im besten Fall, ja, im besten Fall hoffen. Das sind die klassischen Dinge, die man immer in der Hosentasche hat. Und so ein Snake in der Größe, nein. Und ich in meinem Camper habe ja jetzt vorgehängte Fenster. Was kann ich da von Ihnen machen, damit quasi der Einbruchsschutz da gegeben ist? Ja, ich habe mir hier also eine Reihe aufgeführt, was es so alles gibt. Es gibt für die S7, es gibt für die rahmenlosen Fenster, es gibt für die Eros bzw. S4 Fenster, auch S6 Fenster von Dometic, die jetzt wieder in Mode kommen bei einigen Herstellern im Wohnwagenbereich oder Wohnmobilbereich, die so richtig dicken Knubbelgriffe haben. Ja, ja, ja. Auch das geht mit den Dingern. Das System ist halt schön modular. Ich habe halt eben zwei 18 cm Balken, Profile oder eben einen kurzen 7 cm Profil, und damit kann ich so hin und her schieben an der Fensterscheibe und das entsprechend versetzen, auch wenn eine Alarmanlagensensor verbaut worden ist. Wenn ein CO-Warner an der Dinette bei den Campern, bei den Kastenwägen dran ist, dass die Abgase nicht ins Auto reinkommen, dann setze ich es halt ein Stück nach links oder rechts und nehme ein großes oder ein kleines. Da kann ich halt eben jonglieren, wie ich es haben will. Und das heißt, das ist alles aufgeklebt? Ja, ist aufgeklebt, ist ein Hochleistungskleber, der also kälte-hitzebeständig ist, der also UV, Sonneneinstrahlung mitmacht. Außen ist eine Blende vor, dass einmal der Klebebereich verdeckt ist, ein bisschen Stabilität für die Scheibe hergibt. Und probieren wir es doch einfach mal aus. Ja, sehr gerne. Ne? Also das heißt, wir haben hier im Endeffekt, eine Schraube. So, dann müssen wir das Fenster natürlich aufmachen. So, ich habe jetzt so zwei, dreimal gedreht. Genau, und dann schieben wir es einfach seitlich weg. Dafür haben wir auch extra hier so einen schönen Griff. Ich habe nicht weit genug gedreht anscheinend. Ja, wer zu sparsam ist, der... Da sieht man einfach der Profi dann. Zack. Zack. Ja. Ja. Und da ist auch extra hier ein Griff dran, damit man schön bewegen kann hier. Mhm. No? Das hakt sich einfach nur ein, ohne festzubohren, ist ja eigentlich. Ja, genau. Ist ja toll. Beim da S7, muss man nicht viel, eigentlich nicht viel beachten. Ne? Ja, beim S7 baut halt jeder Hersteller seinen eigenen Rahmen, und da kann es halt sein, dass eben dieses System nicht passt. Mhm. Dann müssen wir auch diese Klassiker hier umschwenken. No? Ja. Rechte Winkel. Okay. Aber das ist interessant. Das, und das heißt, jetzt könnten wir es komplett aufmachen. Jawohl. Und das heißt, wenn wir es aber jetzt wieder reinmachen, das heißt, so, wir schieben es rein. Ach so, und dann haben wir so eine Art Lüftung, ne? Ja, genau. So, und das ist ja hier die klassische Lüfterstellung, die vom Fensterhersteller vorgegeben ist. Ja. Ja. Perfekt. Dann passt das. Ja, ist ja super. So, und dann können wir... Ja, dann können wir hier die Rollos vormachen abends. Und ich ist ja eigentlich eine tolle Sache. Klassiker. Und das gibt es im Endeffekt für jedes Fenster bei Ihnen. Also auch, was nicht Dometic oder Polyvision heißt, Plastoform, K-Best und wie sie alle heißen, die ganzen No-Name-Geschichten,
es passt. Perfekt. Ihr könnt bei ihm auf der Seite auf jeden Fall nachgucken im Shop bei Secure Camper, aber Link ist auch nochmal unten in der Beschreibung, also ihr findet alles. Es gibt auf der Homepage auch eine Messtabelle, die ist interaktiv, das heißt, okay, ich klicke an, so ein Dropdown-Menü, und auf diesem Dropdown-Menü sind verschiedene Hersteller aufgeführt und ganz unten am Ende kommt das richtige Ergebnis raus in der richtigen Größe und dann kann der Kunde direkt bestellen. Na, das ist ja traumhaft. So, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Das ist jetzt ein kleineres Fenster, so ein typisches klassisches Badezimmerfenster. Damit man hier auf dem engen Raum nicht fummeln muss, ja, habe ich halt eben den 18 cm Profil in einem Stück gefertigt. Und auch hier gleiche Prinzip, Rollo funktioniert. Hier ist jetzt ein S4-Fenster, es gibt es auch als S10-Fenster von Dometic. Unterschiedlich, halt andere Rahmentypen. Hier ist der Rahmen vom Hersteller vorgegeben. Das ja, sind Feinheiten. Ja, aber es, es funktioniert und ich kann öffnen. Hab die klassische Lüfterstellung, ja, verschließe es wieder und es ist sicher für die Nacht gesichert. Ja, eigentlich perfekt. Ja, ja, es ist wirklich auch, wenn man das Fahrzeug verlässt, lässt man natürlich nicht das Fenster auf Kipp, macht man zu Hause ja auch nicht. Richtig. Aber wenn man im Fahrzeug drin ist oder am Fahrzeug ist, dass halt eben Luft ins Fahrzeug hineinkommt. Aber muss man wirklich sagen, also ich finde eine tolle kleine Geschichte und mit einem hohen Sicherheitsfaktor. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Das Herausragende ist da eben dieses Modulare, ja, dass ich halt eben nicht über ein gesamtes Fenster was habe, sondern eben Stück um Stück so zusammensetzen kann oder auch verschieden am Fenster festsetzen kann, das Ganze, wie ich es brauche. Ja. Ja, sodass für jeden was dabei ist und halt eben durch den verschiedenartigen Tausch der Winkel alle Fenstertypen quasi absichern kann. Fast alle. Wirklich toll. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Dann sehe ich jetzt, hier haben Sie noch eine Neuheit. Genau, das ist ein Eigenprodukt, Eigenentwicklung hier, das nennt sich Viper Saver. Das soll die Umwelt schonen, ne, den Verschleiß an dem Scheibenwischer, dass man nicht, wenn man im Herbst frisch die Scheibenwischer gekauft hat, 4 Wochen später beim ersten Frost versehentlich den Wischer betätigt und zack sind die Mikrorisse drin kaputt. Oder im Sommer oder die Überwinterer in Spanien, Frankreich unter Pinien stehen, die Bäume harzen, tropfen und dann kleben die Scheibenwischergummis fest, man macht es unwillkürlich an, weg. Ja? Auch sehr, sehr einfach und gut, genau, muss man einfach sagen. Genau, der Gimmick daran ist halt eben hier dieses Angeschrägte und die beiden Höcker, dass man also genau der Geometrie des Scheibenwischerarms hinterherkommt und dass es bei Wind herunterhüpft, großer Standfuß, auch gummiert, also was Solides. Toll. Und das wird wahrscheinlich bei Ihnen noch nicht mal die Welt kosten. Nein. Das ist so ein Gimmick, nein, das kann jeder investieren. Das ist ein Mitnahmeartikel und das kann jeder investieren, der Interesse hat, ein bisschen Geld zu sparen. Das ist ein Bruchteil vom neuen Satz Scheibenwischer. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank. War sehr, sehr interessant. Ich kann nur sagen, Einbruchschutz, wie ich es am Anfang gesagt habe, ist sehr, sehr wichtig. Und hier habt ihr definitiv eine Möglichkeit, um einfach, aber auch sehr effektiv was gegen Einbruch und gegen Diebe zu machen.